Servus, liebe Freunde von Mi Piace. Ich bin auch heuer wieder nach Zell am See gekommen zu den Vespa Alp Days, dem traditionellen Vespa Event, dem größten in Mitteleuropa zumindest und sicher eines der coolsten Events. So, Donnerstagabend, der traditionelle Pyjama Rideout. Wir sind hier in Schüttdorf bei der Aretbahn und es haben sich wesentlich mehr gesammelt, als ich mir das eigentlich habe vorstellen können. Und erstaunlicherweise sind die Leute allen Ernstes in Pyjamas oder Nachthemden erschienen. Eine kleine Runde gefahren hinüber nach Dummersbach, um mir den See wieder mal näher anzuschauen. Eine traumhafte Gegend, hinter Saalfelden sieht man das steinerne Meer, die Septembersonne wärmt mich und immer noch den See. Also die Leute gehen baden Anfang September hier in Zell, eine tolle Sache. Ich freue mich jedenfalls irrsinnig auf die kommenden Tage. Am Programm stehen heuer wieder die traditionellen Ausfahrten. Morgen eine grandiose Schnitzeljagd durch den Pinzgau. So, wir sind in Dummersbach, Waypoint Number 2. Auch hier spielt sich's eigentlich ziemlich ab. Bunt gemischt. Schalter, Automaten, disziplinierte Rider. So, liebe Mi Piace Freunde, heute ist der zweite Tag für mich hier bei den Vespa Alp Days 2020, eine Veranstaltung, die der Franz Schmalzl auch in diesen eher schwierigen Zeiten super durchbringt, traumhafte Organisation, obwohl doch viele Leute da sind. Ich bin momentan in Kaprun, es ist super schön, es ist idyllisch, es ist ein Spätsommertag, eigentlich muss man fast sagen, ein Hochsommertag, wirklich warm. Das Bacherl rauscht, wenig Verkehr, super Straßen. Ich erkunde das Gebiet rund um Zell am See, Kaprun, Kitzsteinhorn, da war ich schon oben. Es ist einfach herrlich und ich finde, dass es besonderen Spaß macht, mit einer Vespa Österreich zu erkunden.
ich bin heuer mit einer niegelnagelneuen Vespa GTS Racing 60s unterwegs, einer 300er, eh klar, morgen fahren wir den Großglockner, da möchte ich schon ein bisschen was unterm Popschall haben. Ich fahre sie heute mal ein, Bremsen einfahren, Motor einfahren, damit ich dann morgen wirklich Vollstoff geben kann. Heute der absolute Höhepunkt der Vespa Elb Days, der Großglockner Audax. Beim Audax auf dem Glockner, jo, das ist ein Riesenhit. Und beim Drive DTM fahren wir auch natürlich mit. Beim Corso in Zell cruisen wir rund um den See. Bei Sandy Vespa Alp Days, schön. Vespa Alp Days, hey, oh. Vespa Alp Days, here we go. Wir mit unseren heißen Eisen im Pinzgau unsere Runden kreisen. Vespa Alp Days, hey, oh. Vespa Alp Days, here we go. Am Glockner dröhnen die Motoren wie Musik in unseren Ohren. Vespa Alp Days, hey, oh. Macht so viel Spaß hier zu fahren. Kommt mal her, schaut sich das an, vielleicht bei den 12. Vespa Elb Days in Zell am See, im Pinzgau.